Tottenham gegen den FC Bayern München. Und das war sinnbildlich für die Partie. Es war eine hauchdünne Entscheidung sportlicherseits. Rein in die Partie. Audi Cup 2019, das Finale gegen die Tottenham Hotspur. Und die legten gleich los wie die Feuerwehr. 1:0 die Führung durch Lamela, den Argentinier. Der brachte in der 19. Minute die Engländer in Führung. Hier sehen wir es nochmal. Da gab es nichts zu halten für den Kapitän Manuel Neuer und auch für Alphonso Davies. Die zweite Halbzeit dann mit Harry Kane, der eingewechselt wurde. Eriksen 2:0. Und das war schon eine kleine Vorentscheidung eigentlich in dieser Partie, dachte man, für Tottenham Hotspur. Hier sehen wir es nochmal. Auch hier nichts zu halten für den eingewechselten Sven Ulreich in Hälfte 2. Dann aber schlugen die Bayern ordentlich zurück. Da haben wir Fiete Arp. Er hatte sich die Spurs gewünscht. Und 1:2 der Anschlusstreffer vom ehemaligen Hamburger. Was für ein Tor. Toller Antritt. Und hier gab es nichts zu halten für Casaniga im Tor von den Spurs. Auch er kam in den zweiten 45 Minuten rein für Hugo Lloris. Und die Bayern machten gleich weiter mit Thomas Müller. Auf die linke Seite rüber gespielt. Da haben wir Alphonso Davies. Und er fasst sich ein Herz. 2:2. Dieses schon verloren geglaubte Spiel. 0:2 lagen die Bayern zurück. Auf einmal gedreht durch diesen Kunstschuss des Kanadiers. Hier nochmal aus der anderen Perspektive auf seinen rechten gelegt und dann ins rechte Eck gezimmert. Ganz, ganz stark. Um diesen Cup hier ging es. Die Bayern wollten ihn zum vierten Mal gewinnen, den Audi Cup. Aber am Ende musste nach 90 Minuten, es stand 2:2, das Elfmeterschießen entscheiden. Und Alderweireld, der machte erstmal das 1:0. Dann David Alaba, der hier in dieser Situation den kürzeren zog. Der argentinische Torwart einfach auf dem Posten. Aber auch Ulle stand wie eine Wand, blieb einfach rotzfrech stehen. Dann haben wir Thiago Alcantara und dann schauen Sie sich diesen Elfmeter an. Harry Kane. Oben links, besser kann man einen Elfmeter nicht verwandeln. Thomas Müller hatte sich die Ecke gemerkt und konnte ausgleichen. Es ging hier auch in die Extraverlängerung. Son behielt die Nerven und auch Renato Sanchez ins linke Eck. Dann gingen nochmal die Spurs in Führung. Das Ganze vor den Augen von Maurizio Pochettino. Dann Robert Lewandowski, auch er blieb cool as ice. Genauso wie Tottenham. Und auch Singh fasste sich ein Herz. Der Neuseeländer ganz stark. Aber Tottenham einfach heute richtig gut. Jerome Boateng und die Frage, machen die Bayern es oder die Spurs? Die Spurs sind Sieger des Audi Cups. Ja, Fiete, da hast du, glaube ich, ganz was Wertvolles in Händen. Wir haben es gesehen, Harry Kane hat dir sein Trikot gegeben. Ist das so der Höhepunkt deiner Karriere vielleicht? Ist auf jeden Fall etwas, wovon ich lange geträumt habe, ja. Das gerade heute mal mit ihm auf dem Feld zu stehen, mit in so einem doch aufregenden Spiel, in so einem starken Spiel auch von uns am Ende, ist einfach ein schöner Moment. Aktuell bin ich sehr zufrieden und auch gerade mit den jungen Spielern, die U19 bzw. U23 Spieler, die heute die erste Halbzeit eigentlich zum großen Teil gespielt haben. Das haben sie gut gemacht. Das muss ihnen Ansporn geben. Ja, insgesamt hat man heute schon noch mal Spaß auf dem Platz, auch die letzten 20 Minuten, als wir dann noch mal wirklich gedrückt haben und eigentlich noch das Spiel während der Spielzeit gewinnen wollten. Aber ja, ich denke, für so ein 2x90 Minuten Turnier unter der Woche mit einem sehr variablen Kader haben wir das ganz gut gemacht. Wir haben eine sehr junge Mannschaft heute gehabt, viele junge Spieler, die es hervorragend gemacht haben und deswegen ist es ein super Ergebnis. Wir haben klar zwei unnötige Tore bekommen, aber trotz alledem sind wir dann gut zurückgekommen und am Ende haben wir dann ein bisschen Pech gehabt beim Elfmeterschießen. Ich bin froh, dass ich mein erstes Tor jetzt geschossen habe, dass ich nicht ewig drauf warten musste und ja, ich freue mich auf mehr. War ein super Moment, den man, glaube ich, noch sehr viel häufiger erleben möchte. Wir werden sehen, was uns erwartet beim Spiel gegen Dortmund. Natürlich haben sie aufgerüstet und wir wissen, dass sie eine starke Mannschaft haben. Und wir können nur sagen, dass wir uns sehr freuen auf dieses Spiel. Und jetzt gilt es da voll zu regenerieren und dann ab morgen oder ja, spätestens ab Freitag dann den Fokus auf Dortmund zu legen. Und ja, es ist ein Finale, das wollen wir gewinnen und da gehen wir hochmotiviert ran.